Die Barbe ist ein ausgesprochen geselliger Wanderfisch aus der Familie der Karpfenartigen. Angepasst an das Leben in schnell fließendem Wasser, besitzt sie einen langgestreckten, muskulösen Körper. Ihren Namen verdankt sie ihren vier stark ausgeprägten Barteln an der Oberlippe. War die Barbe früher in Niedersachsen eine weit verbreitete Fischart, so ist ihr Bestand heute drastisch zurückgegangen. Besonders im südöstlichen Niedersachsen, dem Projektgebiet des Barbenprojektes, ist sie nur noch vereinzelt anzutreffen. Offensichtlich findet dieser faszinierende Fisch hier keine geeigneten Lebensbedingungen mehr vor. Denn die Barbe hat im Laufe ihrer Entwicklungsstadien vielfältige Ansprüche an ihren Lebensraum. Während der Wanderung zu ihren Laichgebieten ist sie auf Möglichkeiten zum Aufsteigen zu geeigneten Kiesbetten angewiesen, die heute oft fehlen. Sie ist ein sogenannter Kiesleicher und braucht für die Eiablage kiesreiche Gewässerabschnitte. Im Lückensystem der stark überspülten Kiessohle reifen die Eier und jungen Larven heran. Die Jungfische wiederum siedeln in strömungsberuhigte und flache Bereiche über. Hier können sie, vor Raubfischen geschützt, Nahrung finden und heranwachsen. Ältere Tiere wandern zu strukturreichen, unterschiedlich tiefen Flussabschnitten. Diese Lebensraumvielfalt ist für Barben wichtig, da sie tägliche Wanderungen unternehmen, um zwischen Ruhe- und Nahrungsplätzen zu wechseln. Vertiefungen im Flussbett, sogenannte Kolke und angeschwemmte Holzansammlungen, bieten ihnen dabei Deckung und Schutz vor Fressfeinden. In strömungsintensiveren, kiesigen und sandigen Bereichen gehen sie auf Nahrungssuche. Im Winter verbringen die Barben eine längere Ruhephase in tiefen Gewässermulden mit beruhigter Strömung. Im Sommer sind ausreichend tiefe Strömungsrinnen unerlässlich, damit sie auch bei Niedrigwasser noch darin schwimmen können. Ein für die Barbe ideales Habitat muss also ihrem bewegten Lebensrhythmus gerecht werden. Daneben können sich in solchen strukturell vielfältigen, lebendigen Fließgewässern und Auen auch viele andere heimische Tier- und Pflanzenarten gut entwickeln. Eine natürliche Umgebung bietet ebenso Lebensraum für den gefährdeten Fischotter. Der Biber ist hier in seinem Element und trägt mit emsigen Aktivitäten zur eigendynamischen Entwicklung der Gewässer bei. Auch der unverwechselbare Eisvogel, ein Indikator für gesunde Gewässer, ist wieder zu beobachten. Deutschland hat für die Barbe mit der Ernennung zur sogenannten Verantwortungsart eine besondere Verantwortung übernommen, um ihren Bestand in Europa zu sichern. Dieser hohe Stellenwert macht deutlich, wie wichtig alle Maßnahmen sind, die der Barbe wieder zu einem Lebensumfeld verhelfen, das zu ihren speziellen Bedürfnissen passt. Das Barbenprojekt der Aktion Fischotterschutz wird vom Bundesamt für Naturschutz im Rahmen des Bundesprogrammes Biologische Vielfalt mit Mitteln des Bundesumweltministeriums gefördert. Weitere Mittel werden durch das Land Niedersachsen bereitgestellt.